Schützen Sie die Rechtsstaatlichkeit in Slowenien. Mit dieser Mahnung begrüßen Demonstrierende den slowenischen Regierungschef Janez Janša vor dem Europaparlament. Janša ist nach Straßburg gereist, um das Programm für den EU-Ratsvorsitz vorzustellen, den Slowenien gerade für 6 Monate übernommen hat. Die Kernpunkte laut Janša: der Kampf gegen das Coronavirus und Cyberattacken, digitaler Wandel und Klimaschutz. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ermahnte den rechtsnationalen Politiker: Wir müssen in starke Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Steuerbetrug vertrauen können und in freie Medien und unabhängige Gerichte. Das ist auch für die europäischen Steuerzahler wichtig, denn sie sind es, die letztlich die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise finanzieren. Und deshalb zähle ich auf die slowenische Regierung, dass sie ihre Arbeit zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit fortsetzt. Bei vielen Europaabgeordneten sorgt der slowenische Ratsvorsitz für wenig Begeisterung. Dass mit Janša ein Rechtspopulist und Angreifer der Pressefreiheit Europas Vermittlerrolle übernehme, bereite ihnen große Sorge. Herr Janša, unser Parlament hat ernsthafte Bedenken über Ihre Einstellung zu den Werten der EU. Eines sollte unmissverständlich klar sein: Angriffe auf Journalisten und die freien Medien, Druck auf die Justiz und Ihre Einmischung bei der Ernennung der neuen europäischen Staatsanwaltschaft sind untragbar. Ihr Führungsanspruch unter einer rechtsstaatlichen Agenda ist nicht sehr glaubwürdig. Viele sehen Janša als Stellvertreter Polens und Ungarns, die seit längerem mit Verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundsätze konfrontiert sind.